Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play der Clue 2. Das hätte ich auch noch verkaufen können. Ah ne, da hätte ich extra den Werkzeug angeben müssen. Also das und das kann auf jeden Fall weg. Im letzten Part haben wir das Mausoleum abgeschlossen und dementsprechend das dritte? Nein, vierte. Oder dritte? Dritte. Vierte. Vierte, 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 dritte, 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 dritte Level Pack abgeschlossen. Eins, zwei, ja, ich glaube dritte. Und könnt dementsprechend jetzt in die West End Villa. Ich kann euch ja nochmal schnell die Übersicht zeigen, weil die jetzt so wunderschön grün aussieht. Schon 1, 2, 3. Jetzt kommt das. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Level Packs gibt's. Cool. Falls ihr mir nicht verrechnet habe, 9. Und jetzt kommt die West End Villa. Das Tolle an der West End Villa ist, man muss, also die insgesamt benötigte Beute beträgt 0 Dollar. Und das ist nur diese Checkcard, die wir brauchen. Aber es gibt insgesamt, glaube ich, über 11.000 Dollar da zu holen. Deshalb werde ich mir auf jeden Fall einen Partner mitnehmen, damit nicht nur ein Partner die Checkcard holt und dann abhaut. Ich weiß, dann bekomme ich weniger Preis, aber da hole ich mir lieber mehr Gegenstände als weniger. Außerdem bin ich sowieso gerade hier nicht arm. Ihm hier möchte ich einfach nur Dietrich geben. Und ihr hier möchte ich Brecheisen, wie oft kann man das nur benutzen? 20 Mal, das reicht. Und ein Handbucher geben. Sollte, denke ich mal, reichen. Und ja, dann lese ich mal vor, ne? Die Villa des reichen Magnaten ist ein Luxusheim der Extraklasse und außerdem sehr gut bewacht. Irgendwo in diesem Haus befindet sich auch diese ominöse Checkcard. Die Zutrittskarte zu Ziel Checkcard stehlen. Im Wert von 0 Dollar. Die ist gar nichts wert. Was? Susie Napkins 32%? Habe ich das Spiel gehackt? 33%? Wollten die nicht mal alle mehr? This sucks. Also mir kommt es gerade vor, als wollen die alle mal mehr. Dann habe ich doch Matt McGoo komplett zum Schiss genommen. Da hätte ich mehr Geld bekommen, wenn ich Susie immer genommen hätte. Die kann sogar noch mehr tragen und will ein Prozent weniger von der Beute. Oh, this sucks. This fucking sucks. So, als erstes werden wir mit Suzili. Ja, wie ich sie früher mal genannt habe, Suzi. Dahin gehen und Matt geht ihr gleich hinterher. Du wirst doch gleich das tolle Lied beginnen. Tolle Lied beginnen. Lied beginnen! Geh zu Susi! Tolle Lied beginnen. Ach nein. Lauf hinterher. Tolle Lied beginnen. Und hallo West End Villa. Willkommen. Und was für ein Zufall, dass die West End Villa am westlichen Ende dieser Stadt ist. Niemand hätte das erwartet. Nein. Ich hoffe mal, dass die Wache noch nicht kommt. Ich glaube, hier war der perfekte Ein... was? Wie? Nein! Was habe ich falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Irgendwas habe ich falsch gemacht, auf jeden Fall. Denn sie hatte keine... Ja. Belassen wir es dabei und es dauert einfach. Ja, jetzt ist hier noch Hausmusik. Passt. Also Hausmusik natürlich nicht die Musik Richtung Haus, sondern die Musik von Mads Haus. Das passt doch super zum Plan, muss ich so sagen. Ah, Lied startet. Und da ist auch ein geiler Pool. Das sieht echt geil aus. Ich meine, schaut euch dieses Wasser an. Und da hinten hat man gerade
ganz schlecht oder doch noch recht gut, wie auch immer, den Sichtpegel der Wache gesehen. Die ist noch recht weit weg. Jetzt habe ich hier auch wunderbar Werkzeuge. Was der oder der daneben ist, ich nehme sicherheitshalber den daneben, weil das steht so ein Stuhl oder so was in der Art im Weg. Das will mir nicht gefallen. Du kannst ja hier mal Wache halten. Nochmal. Die braucht noch ein bisschen. Die braucht noch ein bisschen. Hoffen wir einfach mal, dass die Wache nicht vorbeikommt. Dann werden wir geaust. Auch auf den Hörpegel sollte ich natürlich auch achten. Wenn es jetzt daran gescheitert ist, wäre ganz schön scheiße. Weil dann müsste ich alles nochmal von vorn machen. Deshalb. Nochmal. Einmal Susi und los geht's. Ich spule jetzt einfach mal ein bisschen. Die Wache wird schon nicht kommen. Los, 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 Susi, los, Susi, du kommst da durch. Und Matt, die Wache sehe ich noch nicht. Heißt, warten ist Susi durch, Susi ist durch, durch da. Und weg, weg, weg vom Fenster, nicht, dass sich noch jemand sieht. Susi, du genauso, weg, weg, weg vom Fenster, aber es ist schon zu gut, 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 gut. Im Prinzip könnte man hier jetzt schon alles abstauben, aber das mache ich auf dem Rückweg. Denn jetzt erstmal, ich möchte erstmal die Checkkarte. Nur zur Sicherheit. So, die da überwacht, glaube ich, nur die Eingangstür. Nee, die beiden Fenster neben der Eingangstür und die Eingangstür, wow. Ist hier noch irgendwie eine Alarmanlage? So, für mich hat das Lied ja jetzt leider schon wieder ausgesetzt. So, ich beginne es gerade wahrscheinlich wieder von neuem. Matt, beweg dich. Schwein, 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 Schwein. Die Tür ist offen. Gut. Sie hat den Handbohrer, er hat den Dietrich. Er geht zuerst hoch. Aber da ist eine Wache. Das will mir nicht gefallen. Und da sind zwei Kameras. Das erkenne ich daran, dass die beiden Pegel so schief sind. Die hängen ein. Oh, hier ist so viel verdammtes Zeug. Tausende Schränke und tausende Bilder und tausende diese lilanen Kerzenständer. Und abgesehen davon dieses Teil da. Und dieses. Das muss ich auf jeden Fall auf dem Rückweg holen. Das da ist irgendeine goldene Statue. Und warte, ich gehe da mal kurz hin und spule dann zurück. Das ist eine kleine Standuhr. Uhr war das auch so. Und das hier ist wahrscheinlich der schwerste Gegenstand, den ich hier in dem Spiel gesehen habe. Und deshalb werde ich den auch nicht tragen können. Ich glaube, der wiegt 70 Kilo oder so. 80 Kilo sogar. Und ist auch, ich sag mal, nur 1000 wert. Finde ich eigentlich gar nichts für dieses Gewicht. So, wozu brauchst du jetzt eigentlich den Dietrich? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Was ist denn hier oben, außer die Kameras? Sind die Kameras denn wirklich da? Da ist noch eine Wache. Sind die Kameras da oder sind die irgendwie weiter oben oder so? Das ist eine Sache, die ich nicht weiß. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Wie bin ich denn immer da hochgekommen? Ich nehme einfach mal an, dass ich jetzt hier... Da wurde ich unterbrochen. Und, ja, das weiß ich immer noch nicht. Es ist übrigens schön, dass hier die ganzen Türen offen sind. Finde ich wirklich schön. Matt, wozu habe ich dir eigentlich einen Dietrich mitgegeben? Ich meine, du brauchst den eigentlich gar nicht, oder bilde ich mir das nur ein, dass du den gar nicht brauchst? Und weil ich jetzt das Gefühl habe, dass die Kameras nicht hier sind, sondern irgendwie oben auf dem Dach oder so, werde ich die jetzt mal vollkommen ignorieren. Und jetzt mal warten, bis der Typ wieder nach da geht, denn... Ach, das zeige ich euch gleich. So, das sollte jetzt, denke ich mal, schon reichen. Ach so, ob er uns sieht, macht die Tür zu Susi, macht die Tür zu Susi. Okay, er hat uns nicht gesehen. Ist die Tür schon offen? Ja, ist sie. Hier sind zwar Leute, übrigens nicht viele, zwei habe ich jetzt nur gesehen. Und dann, ja, so viel zu schwer bewacht.
Als erstes haben wir hier diesen großen, großen Tisch und der ist verschlossen. Aber das ist kein Problem für Susi. Mit dem Brecheisen, welches zu laut ist. Brauche ich dich hierfür vielleicht mit? Ach, ich werde das so probieren. Ich werde mal wachen. Warten, bis die Wache wieder etwas weiter weg ist. Und das sollte reichen. Es dauert auch ein bisschen, aber nicht zu lang. Ich schaue auch schön auf den Hörpegel. Sobald er rot ist, hole ich zurück und gehe weg. Die braucht ganz schön lang, bilde ich mir ein. Oder auch nicht. Ich glaube, das bilde ich mir nicht nur ein. Unten rechts sehe ich noch gerade so im Augenwinkel den Balken, aber ich höre ja auch, wenn es fertig ist. Und der Balken verschwindet manchmal so. Also, ich meine, ich fixiere mich gerade so auf die Hörschwelle, dass alles drumherum irgendwie verschwindet. Oh, er kommt näher. Aufhören. Aufhören, 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 garantiert aufhören. Ach ja, genau. Ach ne, gut. Der hat hier nur geguckt, ob die offen ist. Und das Problem bei dieser Tür ist, selbst wenn man die mit dem Dietrich aufknackt, bemerkt der, glaube, dass die offen ist. Ja. So, jetzt warten wir wieder, bis er weiter weg ist. Und aufgeknackter Scheiß, da ist ja schon fast fertig, wunderbar. Und hier drin finden wir die Checkcard fürs Ministry of Light. Welche nichts wiegt. Oder nur einen halben Kilo oder so, schauen wir mal. 50 Gramm, ja, halber Kilo. Und jetzt widmen wir uns mit dem Handbohrer, dem Safe. Und Matt ist jetzt eigentlich wirklich nur mitbekommen, um Dinge mitzunehmen, wie sie hier auch. Weil wir wollen hier ja einiges abstauben, ne? Ich schau mal auf das... Zurückspulen. Ich möchte wissen, ist das zu laut? War das gerade zu laut? Weil es war ganz schön weit oben und er war ganz schön nah dran. Aber ich glaube, das sollte noch gerade so reichen. Das reicht noch gerade so. Also es war nicht rot. Falls er mich deshalb bemerkt, dann bin ich aggro, weil es war nicht rot, ne? Und jetzt ist das offen und hier drin haben wir, glaube ich, Goldbarren sogar. Ja, hier drin ist eine Juwelenkette. Geldscheine. Und ein Goldbarren. Und ein Goldbarren. Welcher viel wiegt. Und deshalb haben wir Susi mitgenommen. Wie viel wiegt das Ding? 35 Kilo. Ja, das heißt, Susi bringt sie jetzt in Sicherheit. Die laufen noch, glaube ich, wenn sie viel Gepäck haben, langsamer. Kommt mir jetzt gerade so vor und ich glaube, das war so, ja. Und jetzt gehen wir wieder rein. Und Matt kommt dann gleich nochmal hier hoch und so. Und klaut noch das, was am meisten wert ist und was er auch tragen kann. Ich würde mit ihr jetzt gern noch das Ding mitnehmen, aber... Davon finden wir eh gleich nochmal Tausende und im Notfall kann es Matt nochmal mitnehmen. Aber ich glaube, die da unten reichen schon für ihn, weil er kann ja nicht jetzt so viel tragen, ne? Dann gehst du einmal wieder da rein. Matt hat sich da oben auf dem Klo in Sicherheit gebracht, oder? Ich weiß es inzwischen schon gar nicht mehr. Gut, stellt sich hier rein, machst die Tür zu, stellt sich hier hin und bist still. Jetzt kommt Matt ins Spiel. Auf jeden Fall die goldene Standuhr. Die ist mir viel wert. Na gut, die ist nicht so viel wert, aber die ist mir viel wert. Ich schaue aber erstmal zum Vergleich auf den Wert von den Bildern hier. $600. $300. $150, das ist zum Beispiel nicht viel wert. Also ich möchte jetzt wirklich nur was mitnehmen, was auch einiges wert ist. Und den Rest halt vielleicht nur, um dann das Gewicht noch zu füllen. $130. $250 und nur 3 Kilogramm. Ja, das muss auf jeden Fall mit. Dann war das das? Ach, keine Ahnung. Irgendeins der Bilder hier wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich glaube, das mittlere. Welches natürlich auch einiges wiegt. $600, 15 Kilo. $8, 250. Das ist schon mal gar nicht mal so viel. $10. 300, das ist ordentlich. Gehe ich gleich nochmal hoch, oder? Das waren 15, ne? 15, ja? 15, gut. Dann müsste der das mal mit. Und gehe jetzt mal schauen, wie viel die da wegnehmen an Platz.
3 Kilogramm nur und 100 Dollar, ja, das ist auch recht okay. Und das, wie schwer ist das? 15 Kilo wieder und 600. Gut, und dann passt noch ein Ständer rein. Das klingt scheiße. Allerdings hat nicht da oben auch ein Bild nur 3 Kilogramm gewogen? Hat nicht eins von den Bildern hier nur 3 Kilogramm gewogen? Oder das bilde ich mir wahrscheinlich auch wieder nur ein. Das war die Uhr, Das war die Uhr. Gut, dann nimmst du den Ständer mit. Nach Hause. Durch die Tür gegriffen. Stylisch. Jetzt warten wir aber trotzdem einmal, bis die Wache hier vorbei ist. Die braucht eine Weile, wie man sieht. Wo geht denn die jetzt erstmal hin? Die geht eine so eine Runde. Okay, ja, laufen wir hier einfach hinterher. Einmal du. Nach Gott, geh durchs Fenster, du Spast. Und dahin. Und jetzt einmal Susi. Einmal zurückspulen. Ebenfalls durchs Fenster gehen. Das macht Matt jetzt auch gerade, aber... Ah ja, du kannst es dann direkt nach ihm machen. So. Jetzt gehst du da auch hin und jetzt spulen wir wieder. Und jetzt warten wir, denn der Typ steht da gerade und das gefällt mir nicht. Also der geht jetzt hinten erstmal hin. Und der steht da eine ganze Weile. Ach so, nee, ich spule nur gerade nicht. Das ist mir zu riskant. Ich werde nochmal dorthin gehen, ja? Dort in die Ecke. Und... komm, geh dahin. Ja, und jetzt dorthin. Und Susi, dorthin. Weil dort reichte der Pegel gerade nicht hin, aber auch, ja, jetzt, egal, das schaffen wir schon. Du hier auch nochmal. Natürlich schön mit dem Blickwinkel auf die Wache gerichtet, nicht, dass sie sich nochmal umdreht, haben wir ja auch schon öfter gehabt. So, drin. Nein, das möchte ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich muss sagen, das fiel mir gerade erstaunlich leicht und deshalb habe ich gerade das Gefühl, dass es eben nicht funktioniert hat. Weil es fiel mir noch nie so leicht, glaube ich. Das ist wieder der epische Pool. Und Susi hat hier einfach gerade einen interessanteren Part, deswegen werde ich sie mal anmachen. Okay, das hat er wirklich nicht gehört. Gut, 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 gut. Bisher, gut, gut. Ich hoffe, sie hat alles mitgenommen. Und jetzt ab zu Matts Part. Der hier ständig umherläuft, weil er sich nicht entscheiden kann, was er mitnimmt und so. Und jetzt warten wir, bis die Wache einmal rum ist. Genau, ich erinnere mich. Ich dachte gerade, es steckt schon wieder. Also es backt schon wieder. Und wir haben es verfickt nochmal geschafft. Wir haben zwar nicht die 11.670 Dollar, aber... um 4.950 Dollar immerhin. Und die Checkcard natürlich auch. Ja, und die Polizei kennt ihn natürlich. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein, denn wenn der 100% hat, ist aus, dann ist Game Over. Wirklich, dann ist Ende. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich ein paar Minuten zu spät dran war. Und das war in diesem Fall wirklich unverzeihlich. Als ich aber endlich am vereinbarten Treffpunkt eintraf, sollte ich eine böse Überraschung erleben. Daisy wurde von der Einsatztruppe des Ministries abgeführt. Ein seltenes Privileg. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich da in etwas hineingeraten war, das mir leicht über den Kopf wachsen könnte. Aber Matt Tucker lässt sich seine Dates nicht so leicht versauen. Ich beschloss, ihnen zu folgen. Ich folgte ihnen durch die Stadt, bis zur Kaserne. Dort war dann Endstation. Wie passte das alles zusammen? Und welche Rolle hatte die Checkcard in diesem Spiel? Zweifellos war sie mein Ass im Ärmel. Okay,
Und anstatt erstmal in die Kaserne zu gehen und deine Daisy zu retten, möchtest du natürlich erstmal in das Museum, in die Bank und in das Neo-Büro, welches übrigens das Büro von den Entwicklern ist, einbrechen. Ja, als nächstes das Büro, das Neo-Büro, das Museum und die Bank. Oh Gott, nein, ich freue mich gar nicht drauf. Und danach die Narf-Kaserne. Narf! Gut, das war's dann mit der West End Villa. Hier ist die Checkcard, die können wir nicht verkaufen. Ist 50 Gramm schwer, nur einmal verwendbar, ein Werkzeug. Nicht beschädigend und überhaupt nicht effizient. Sie bringt uns also derzeit gar nichts. Ist nur sicherheitshalber gemacht, dass man sie nicht verkaufen kann, ne? Hier ist ein Diamanthalsband, ist einiges wert. Genau wie 550 Dollar und 450 Dollar und ein 1000 Dollar werter Goldbarren. Eine 250 Dollar werte kleine Standuhr, Gold scheinbar auch oder so. Ein 600 Dollar wertes Gemälde, ein 100 Dollar werter Kerzenständer, ein 600 Dollar wertes Gemälde und ein 100 Dollar werter Kerzenständer. Das hat sich hier unten jetzt ein bisschen sehr geähnelt. Das heißt, wir haben noch einige 1000 Dollar mehr und hier liegt jetzt eine neue Zeitung. Und bevor ich die lese, möchte ich speichern, weil ich glaube, das ist die Bug-Zeitung. Ich meine nämlich meine Erinnerung gehabt zu haben, dass es hier eine Bug-Zeitung gibt, wo dann das Spiel abgestürzt ist. Mal schauen. Irgendjemand hat mir offensichtlich eine Ausgabe vom Inquisitor zugesteckt. Mit einem Artikel über mich. Die dreiste Bande, die in letzter Zeit für zahlreiche ungeklärte Diebstähle verantwortlich zeichnet, hat nun sogar die West End Villa ausgeraubt. Die Polizei steht allerdings kurz vor einem Erfolg. Ich muss wohl in Zukunft weniger Spuren hinterlassen. Ja, schön für dich. Ist auch nur, weil die Polizei mich kennt. Die Textbox geht nicht mehr weg. Ah! Gut, ich habe jetzt alles ab der Konservenfabrik heute aufgenommen. Ich überlege, ich habe nämlich gerade so viel Lust auf dieses Spiel, deswegen glaube ich, dass ich jetzt noch das Museum aufnehme. Tue ich aber nicht. Nein, ich tue es nicht. Ich nehme jetzt auch Cthulhu Saves the World auf. Oder wie spät haben wir gerade? 4:30? Habe ich noch 1,5 Stunden Zeit? Oder nur eine halbe Stunde? Also 0,5 bis 1,5 Stunden. Naja, muss halt noch ein bisschen Cthulhu Saves the World sein, auch wenn ich mehr Lust hierauf habe. Gut, dann bis zum nächsten Tag und ciao!